Skifahren in einem der größten und beliebtesten Skigebiete der Alpen. Skifahren in Ischgl und das am allerersten Tag der Skisaison hier in der Silvretta Arena. Wir zeigen euch die verschiedenen Pisten und Möglichkeiten, den höchsten Punkt des Gebiets und die steilste Abfahrt. Also nichts wie auf in den Skitag. Hi Marius. Grüß dich. Und jetzt startet unser Tag so richtig und zwar hier oben am Padraczgrat auf über 2600 Metern. Und wir waren heute Morgen mit die Ersten an der Padraczgratbahn, als zum allerersten Mal das Tor geöffnet wurde und damit die Skisaison in Ischgl eröffnet wurde. Ich freue mich jetzt auf einen guten Tag. Den Punkt hier oben, den kennen sicherlich auch einige von euch. Ein sehr beliebtes Fotomotiv, zwei Schilder und da hinten raus in Richtung Fimbertal. Der Blick ist einfach richtig stark. All das da drüben werden wir heute in diesem Video erkunden. Also nichts wie auf in die Ski. Ich freue mich auf den Tag. Verpassen wir, glaube ich, relativ viel. Schau mal da, geil! Oh ja! Ischgl ist offen! So, dann gehen wir es mal an. Eieieiei! Die Pisten laufen dabei! Boah, brutal! Das macht schon wieder Spaß! Ja! Alles klar! So! Holy moly! Was für eine Abfahrt! Das ging schon richtig gut und jetzt sind wir hier an einem der zentralen Punkte des Skigebiets, nämlich der Idalp. Und ja, wir sind in der Vorsaison unterwegs. Wir reden hier gerade über den 23.11.2023 und hier haben jetzt gerade 112 Pistenkilometer und 24 Liftanlagen geöffnet. Wenn ihr das Video seht, dann ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Da wird wahrscheinlich auch noch mehr offen sein. In diesem Video zeigen wir euch aber einen Eindruck, wie es jetzt hier schon in der Vorsaison geht. Und natürlich, wenn wir hier schon am Platz stehen, möchte ich auch auf die Konzerte hinweisen, die kommen. Nämlich zum Beispiel Nina Chuba und Andreas Gabaye. Richtig cool. Hey, grüß dich. Hallo. Es ist so cool. Ich habe heute schon so viele Zuschauer getroffen. Ja. Mega geil. Danke dir. Ja, und in diesem Sinne, viele genießen es schon zum Skifahren. So machen wir es auch. Wir fahren jetzt mal raus in Richtung Schwarzwald. Jetzt im Sessellift Platz genommen und da oben raus seht ihr den höchsten Punkt im Skigebiet, wo wir auch noch hinkommen werden. Jetzt geht es für uns aber hier erstmal an den Palinkopf, auch sehr mächtig, über 2800 Metern und da werden wir ein paar steile Pisten auschecken. Oh ja, das ging richtig gut. Schön griffig, du kannst richtig schön reingehen auf den steilen Pisten. Und was wir hier vor allen Dingen auch merken, ist, dass 90% vom Gebiet Ischgl über 2000 Meter liegen. Das heißt, jetzt in der Höhenlage haben wir schon ganz viele Pisten geöffnet. Also ich vermisse jetzt gerade tatsächlich sehr wenig, was eben noch nicht geöffnet hat und dann auch noch einen Großteil der Kilometer ausmacht. Das sind die Talabfahrten in den Ort Ischgl hinein und einige andere Pisten. Aber das Wesentliche ist im Grunde schon jetzt verfügbar und dann auch noch in solch einer Qualität, ja, die haben das schon bestens präpariert hier oben, macht ordentlich Laune. Und jetzt fahren wir mal rüber in ein anderes Land, nämlich in die Schweiz. So geil!
Und hier fließt sie jetzt dahin, die Talabfahrt Richtung Samnaundorf. Das heißt, wir wechseln jetzt wirklich das Land. Ischgl mit der Silvretta Arena ist eben ein Zwei-Länder-Skigebiet. Und ja, früher gab es dann hier auch die Schmuggler, die von der Schweiz oder von Österreich Dinge in das jeweils andere Land gebracht haben. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr in Ischgl seid, auch die sogenannten Schmugglerrunden fahren. Das sind Skirunden, ja, die euch eine schöne Runde in dieser Region hier in der Silvretta Arena vorgeben. Für uns heute keine Schmugglerrunde, für uns jetzt einfach diese schöne Abfahrt zu genießen. Also, auf geht's! Oh, oh. Oh. Ich liebe ja solche Abfahrten, die sich so dahinschlängeln, kopiert sind, also wo ein bisschen anspruchsvolle, ja, Skitechnik, gute Skitechnik gefordert ist, weil Kuppen kommen, weil man um Kurven rum muss. Und das ist diese Abfahrt hier. Immer wieder ein Traum, zaubert ein Lächeln ins Gesicht, ab, runter nach Samnaun. Ja, und damit herzlich willkommen in der Schweiz, genauer gesagt in Graubünden und im Ort Samnaun. Da seht ihr es, wir sind hier nach einem Ziehweg im Ort gelandet. Ein schöner Bach führt hier durch den Ort, da sind wir gerade entlang gefahren. Und das hier ist vor allen Dingen für diejenigen geeignet, die duty-free shoppen wollen. Also, weiß ich nicht, Uhren oder andere Lebensmittel etc. Und natürlich, wenn ihr ein bisschen mehr Ruhe sucht. Ischgl ist ja schon auch als Après-Ski-Location bekannt. Das heißt, da ist abends immer richtig viel los. Das mag nicht jeder, vielleicht ein bisschen ruhiger, da kann es im Samnaun sein. Oder eben auch in den Nachbarorten von Ischgl. Für uns geht es jetzt hier zur Bergbahn und dann wechseln wir wieder rüber und suchen uns was Feines zu essen. Auf geht's. Das ist hier eine doppelstöckige Gondel. Wir haben uns für die obere Kabine entschieden. Wird wahrscheinlich komplett alleine für uns sein, die Kabine. Keiner da. Nach der Seilbahnfahrt hier oben am Alptrider Sattel angekommen. Und hier habt ihr auch noch mal einige Möglichkeiten, auch ein richtig schönes Panorama-Restaurant da drüben. Für uns geht es aber zum Mittagessen wieder rüber nach Ischgl. Das liegt so weg. Und wie das hier zum Fahren geht, das zeigen wir euch jetzt. Jawohl! Und hier habt ihr jetzt einen ganz guten Überblick über die Alptrider hier unten. Nochmal viele verschiedene Möglichkeiten, insbesondere im blauen und roten Pistenbereich. Uns treibt es jetzt zum Mittagessen wieder rüber nach Ischgl in diese Richtung. Und dann nehmen wir euch mit. Oh, nice! Angekommen am Flimsattel mit einer richtig langen Liftfahrt. Und hier seht ihr auch noch, was das Ganze mit der Grenze unterstreicht. So alte Zollhüttchen, die hier oben stehen, wo früher halt die Schmuggler über diesen Kamm hier über den Sattel gekommen sind. Für uns geht es jetzt wieder Richtung Ischgl. Also hier ist die Staatsgrenze zurück nach Österreich. Und gerade haben wir einen kleinen Anruf bekommen von der Person, die wir noch treffen können. Die suchen wir jetzt mal. Vielleicht seht ihr schon in den Aufnahmen,
Es ist einfach richtig gut. Es sind noch relativ wenig Leute da, wobei ich heute Morgen überrascht war. Es standen schon echt einige auch einfach vor dem Tor und hatten Lust, den allerersten Skitag in Ischgl zu machen. So gibt es wirklich viele Ischgl-Fans, die insbesondere jetzt am Opening-Wochenende kommen. Heute ist Donnerstag. Ich denke, ab morgen fürs Wochenende, da ist hier schon mehr los. Wir müssen gerade relativ wenig anstehen, aber es gibt eine Person, die durfte einen Tag vor der Eröffnung des Skigebiets hier unterwegs sein. Und wenn alles gut geht, dann treffen wir die jetzt. Und da ist die Glückliche, Marlene. Hi Marius. Grüß dich. Servus. Sie hatte das große Privileg, ihren allerersten Skitag der Saison hier zu verbringen. Und da war noch gar nichts los. Beschreib mal. Wir durften schon einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart hier auf die Pisten hoch. Und unten im Tal hingen noch überall so Nebelschwaden drin. Es hat so leicht geschneit. Und dann sind wir raufgefahren und waren tatsächlich auch noch so über den Wolken. Also mega Stimmung, richtiger Kracher zum Saisonstart. Ich bin ein bisschen neidisch. Also das ist schon ein Privileg, was du da bekommen hast. Aber ja, mega, ja, also jetzt natürlich heute auch nicht so viel los, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Wie habt ihr es genutzt? Ja, natürlich haben wir etliche Abfahrten bewältigt. Hatten die ganze Pistenbreite für uns. Also lange Schwünge, kurze Schwünge, konnten mich super einfahren. Finde ich perfekt. Also Video verlinke ich euch ganz am Ende. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen was essen. Hunger ist da, auch Hunger nach dem Tag da. Hier. Ja. Das Wetter habt ihr übrigens gut bestellt. Ja. Haben gestern aufgegessen, so wie wir jetzt. Die habe ich auch gegessen, als ich damals mit Paluten in Ischgl war. Also das Video mit Paluten gerne mal hier verlinkt. Und jetzt schauen wir mal, was die Speisekarte so zu bieten hat. Essen ist da. Guten Appetit. Mahlzeit. Sieht gut aus. Noch ein kleiner Espresso, der tut immer gut. Und ein bisschen Stress. Genau. Wieder genau. Ich trinke den noch aus, ihr fahrt ab. Es war sehr schön, euch zu treffen. Fand ich auch. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Und wir gehen gleich nochmal Skifahren. Das Panorama hier kann auf jeden Fall richtig was. Und wir bewegen uns jetzt in Richtung höchstem Punkt des Skigebiets und zur steilsten Abfahrt. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Silvretterbahn, das ist der Marktplatz von Ischgl, wo jetzt heute hier ungefähr der Kuhstall steht. Ey, das ist so eine andere Zeit 1970 gewesen. Richtig krass hier, wie auch der VW Käfer einfach hier ins Tal reingefahren ist. Sigma, der VW Käfer. Geil. Ja, und die Sonne verwöhnt uns heute so richtig. Keine Wolke am Himmel. Und jetzt beginnt so leicht so eine Nachmittags-Abendstimmung mit richtig schönem Licht. Was ihr vielleicht auch schon gesehen habt im Video, mal ein anderer Ski dabei. Und die werde ich jetzt auch für euch testen. Einmal der Head World Cup Rebels E-Race Pro. Und ich werde auch einen E-Speed Pro testen. Also in den nächsten Wochen gibt es dazu Videos. Und das Ganze auch in Kombination mit einem Head Skischuh. In dem Fall dem World Cup Rebels mit 140er Flex. Das ist für mich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Macht aber insbesondere an so Pistentagen wie heute richtig Spaß zu fahren. Vielleicht habt ihr es auch an den Kurven gesehen. Ich hoffe. Voll gut. Linus und ich fahren uns aktuell ja noch ein bisschen ein zum Start in die Skisaison und das war auf jeden Fall ein Close Call. Danke. Kein Problem. Ja, und aufmerksame Zuschauer des Kanals kennen dieses Stück hier schon. Steilste Piste in Ischgl, an der langen Wand gelegen. Wir fahren jetzt gerade mal hoch und da oben könnt ihr es erkennen, die Greitspitze. Das ist der höchste Punkt des Gebiets, 2872 Meter. Und ja, da fahren wir jetzt mal hoch. Wir sind jetzt mit der langen Wandbahn auf die Greitspitze gefahren und genau genommen ist da oben der höchste Punkt. Nämlich mit einer Bahn, wo ihr aus der Schweiz hinaufkommt oder mit einem Schlepplift. Und da drüben liegt sie jetzt, die steilste Piste Ischgls. Oh ja. Ja, und ich glaube, hier sieht man es auch ganz gut. Also hier geht es schon echt ordentlich runter. 70% sind angegeben. Und ja, da hilft auf jeden Fall ein Kurzschwung. Für uns geht es jetzt mal rüber zur Paznauner Thaya. Die sollte jetzt noch schön in der Sonne liegen. Das wollen wir uns auch noch einschauen.
Oh ja. Hier jetzt gerade ein mega Zusammenspiel aus Piste, Sonnenuntergang, Bäumen, so herbstlichen Bäumen. Schauen wir mal, ob die Taya noch ein bisschen Sonne hat. Und falls ihr euch gewundert habt, wo die letzten 2 Stunden alle Menschen auf der Piste waren, ich habe die Antwort für euch. Das ist eben auch Ischgl. Ganz viel Stimmung am Berg, unten im Tal, Après-Ski. Und das nutzen jetzt auch schon viele hier auf der Paznaner Taya zum Tagesabschluss des allerersten Skitages im Skigebiet. So wie wir es heute gemacht haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich kann euch das Video von Marlenes Leben empfehlen. Sie war ja mit hier dabei und sie war gestern alleine im Skigebiet. Und ich kann euch das Video intensiv zur steilsten Piste Ischgls empfehlen. Das ist hier oben verlinkt. In dieser Saison werden wir auch noch mal einen ganz ausführlichen Skigebietstest über Ischgl drehen. Ich danke Linus hinter der Kamera und für den Schnitt und wir sehen uns in einem der Videos wieder. Tschüss!